willkommen. Ja, wir haben den 135. Tag, Zeit 1.47 Uhr in der Gothic Version 2.6.3. Ja, ich weiß, es gibt eine neue Version. Die ist aber mit meinen alten Spielständen leider nicht kompatibel. Und jetzt wieder einen neuen Speicherstand von jemandem zu übernehmen, das wäre, nö, nee, mache ich nicht mehr. Deswegen wird es in der 2.6.3 weitergeführt. Ja, ich fange mal an. Also, ne, also es gibt auch ganz viele Kriegsschiffe angeblich. Und dann soll ich die Kriegstrolle noch beseitigen und Angriff der Orks, die ganzen Orks, ja, das sind viele, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Aber dank der Kommentare gab es noch ein paar Hints, also ein paar, na, wie heißt das jetzt hier? Boom, ach so, ich muss ja hier wieder oben raus. Hinweise, ne, von Taris und von Invino Veritas. Ja, und ich sehe auch hier, dass wir wieder hier lustigstes Gezirp und... Was, was? Kommt der jetzt plötzlich hierher? Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder so ein Arschbeise. Aber hinten habe ich noch was flattern sehen, oder nicht, oder was, oder wie, oder was? Gefilde, wilde Gefliege, Was gibt's denn noch? Und außerdem ist es dunkel. Wir sehen hier nichts. Ich werde jetzt erstmal hier in der... Na... Ist Wespe, Wespe, Fliege, was denn jetzt los? Wilde Giftwespe, ja, machen wir da mal. Versuchen wir es doch mal. Nee, funktioniert mal wieder nicht. Na also, da hinten haben wir noch eine. Läuft's oder läuft's nicht? Das ist die große Frage. So, es läuft. Und dann werden wir mal auch gleich mal hier gucken, wie es denn jetzt weitergeht. Was sagt denn meine aktuelle Karte? Die sagt mir wieder die Schatzkarte. Ja, ich habe alle Schätze zusammen und habe auch dem, wie heißt der nochmal, Jenkins Bescheid gesagt. Und ne, ihr habt es gesehen, hoffentlich. Ich muss jetzt mal wieder meine Karte rausfinden. Und zwar hätte ich ganz gerne die Karte von Tamora. Da ist sie. Lege ich jetzt an. Ja, das Tollste ist, hier gibt es keinen Pfeil. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, das heißt, ich bin irgendwo, ach ja, ich bin, ja, okay, in der Salzmine, das ist logisch. Nur, jetzt bin ich einen anderen Weg. Nein, ich bin doch da reingegangen, oder nicht, oder was? Doch, bin ich. Was mache ich, die Orks oder die Trolle erstmal besänftigen? Ich gucke erst nochmal in eine Burg, vielleicht finde ich da noch was. So, bis nachher heißt jetzt bis sofort hierhin. Alles schläft. Denn ich muss erstmal gucken, ob es denn eventuell noch ein paar Lehrertjes gibt oder. Nee. Ein paar Lehrertjes und Händler auf Tamora. Hier Händler auf Adanos. Händler auf Tamora. Frei verkauft wertvolle Tränke. Ich brauche jemanden, der mir. Wassermagier, Telem. Genau, den würde ich jetzt ganz gerne aufsuchen wollen. Wo ist der nochmal? Grübel, Grübel. Ich glaube, er ist oben. Da war was. Und zwar entweder hier hoch oder dort hoch. Also es kann natürlich sein, dass ich mich natürlich wieder mit meinen Orientierungsschwierigkeiten verlaufe. Also bis dahin, nee, das ist wohl falsch. So, der Telem ist natürlich hier davor, also vor Brunus seinem steinernen Sitz. Und hoch geht's. Das war, lala. Hier ganz oben irgendwo. Und dann irgendwo links rum. Hockt da jemand? Da ist er. Schafsfell. Telem, da ist er ja. Zähne eines Sumpfhals, sind die neu? Oder habe ich die nun damals noch nicht geklaut gehabt? Okay, wollen wir ein Telem aufwachen? Ich will nämlich wissen, ob er nämlich lustige Sprüche... Zähne... Ich habe keine Zähne mehr. Naja, okay. Ein bisschen albern bin ich heute auch. Dann Telem, wake up, please. Verdammt. Ja, der Der Spuk ist zu Ende. Welcher Spuk? Der Spuk ist zu Ende. Der Stammler ist erlöst. Oh, bei Adanos. Du bist wirklich ein Held.
Wer weiß, wozu dich die Götter noch bestimmt haben. Dann habe ich das damals auch vergessen, ihnen nochmal Bescheid zu sagen, dass der Tamler jetzt erlöst ist. Ja, okay, zeig mir deine Ware. Dann schauen wir mal, ob er hier vielleicht eventuell richtig mal schöne, lustige... Hier, Unwetter. Ja, ja, Unwetter, das soll ganz gut sein. Für die Orks angeblichst. Dann werde ich mal, wie viel? 200, wie viel kaufen wir denn da mal? Ach, da kaufen wir mal ordentlich eine Latte, wa? Okay, kaufe ich jetzt so viel. Gut, ganz schön runtergegangen. Dann eventuell noch einen anderen rosa Feuerball. Ich brauche was Stürmisches. Kleiner Feuerstolm. Na, jetzt geht es wieder darüber, das vergesse ich jedes Mal. Das ist ein Feuerball. Ich brauche so einen richtigen Feuersturm, so einen richtig großen. Wo ist denn der? Moment mal, was ist denn da oben das? Großer Feuerball. Menno. Shit. So. Gut. Jetzt aber. Speichern. Ja. Und als nächstes werde ich mal runtergehen zu den vielen, vielen Orks. Und mal was ausprobieren. Nachdem ich noch meine zwei Kastenringe und ein Kastenamulett mit mehr Mana, da brauche ich nicht mal hinterher Mana trinken, nochmal angelegt habe. Vielleicht bringt das ja was. So denke ich mir jetzt mal meine Strategie jetzt mal aus. Und nachts ist auch ganz gut, weil da sind die anderen nur am Pennen in der Stadt oder im Dorf. Von wegen. Hör mal hier, Elisabeth ist noch. Oder ist es zu früh? Weiß man nicht. Trotzdem gehen wir mal rundherum. Nee, jetzt gehen wir mal erstmal hier an die Stelle. Dann werde ich also meine Sachen anlegen und mich vorbereiten und mal schauen, ob ich was reißen kann mit den Sprüchen. So, auf wie geht's? Schauen wir mal. Was nehmen wir denn als erstes? Entweder Unwetter oder großer Feuerball? Ich versuche es erstmal mit Unwetter. Und natürlich, klar, ich habe leider meinen Ring, meinen Geschwindigkeitsring abnehmen müssen für die, wie ich eben schon erwähnt habe, diese ganz vielen, vielen, sind die außer Reichweite, ja, so ein bisschen. Ja, halt eben für mehr Mana zu haben. So, und mach doch mal was. Kam zu spät, oder wie? Ja, das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich habe jetzt wieder alles zurückgestellt, beziehungsweise wieder meine Geschicklichkeitsgeschichten wieder, also das andere da, das mit den Ringen und mit den drei Ringen und dem Amulett, das hat nichts gebracht. Das Unwetter zieht mir nämlich zu viel an Mana und vielleicht kann ich mal versuchen, hier mal einen trotzdem auszuwählen. Also es kommt immer darauf an, wie lange das braucht. Zack. Wen habe ich denn da jetzt erwischt? Das war ein Zivilist oder was? Wieso ist denn der jetzt hin? Und wie sieht's mit den anderen aus hier? Ich mach dich fertig, Mora. Die schießen auch noch wieder hier mit Armbrüsten. Shit. Nicht gut. Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen auf der anderen. Nicht Stadt nicht. Auf den anderen Orten um, zum Beispiel Alter Steinkreis. Okay, gibt's hier was Neues? Ja, ich höre was. Shit. Kräftig grüner Varan. Okay, hier hat sich was Neues Boah, dahinter. Okay. Die bleiben aber immer noch schön kräftig und grün. Ja, ja. Ein bisschen Dunkelpilze sammle. La, la, la. Ach ja, hier waren ja die Goblinflöße. Mhm. Gut, dann werde ich mich mal wieder frisch machen gleich und abspeichern. Und ansonsten... Ach, da hinten sind welche. Das heißt also, hier gibt's was Neues. Wenn ich hier wieder mal auf Widerstand treffen sollte. Wie zum Beispiel die Nichtverfügbarkeit des Ringes. Rimini. So, jetzt aber. Yep.
Hier ist noch irgendwo ein Kampftroll, das wäre es natürlich. Aber glaube ich nicht. Da müssten hier Oaks in der Nähe sein. Ach, hier da. Da bewegt sich was. Und, oh, Kyla auch noch. Mann, voll verfädelt. Verfädelt, verfehlt. Kyla. Und hin ist der Kyla. Ja, da hinten stehen noch mehr von den Leuten. Kräftiger, habe ich nicht den schon? Zu holen. Nee, den habe ich noch nicht. Den, beziehungsweise den habe ich schon, ja. Gibt es hier noch ein bisschen Zeug? Google. Wo keiner guckt. Blindes Huhn, dieser Roland. Ja, okay, dann geht's da hinten zum wilden Schwein. Vielleicht kann ich ja von hier aus irgendwo mal so ein Ork sehen, beziehungsweise Orkschiffe. Ich müsste erstmal gucken, wo gibt's die Orkschiffe eigentlich? Ist auch noch eine. Oh. Ah, unsichtbarer Kyla. Nur unsichtbare Kyla sind geiler. Ja, der Renderer. Wir wissen das. Wir kennen das Problem. So, ich weiß, die Höhle hatten wir schon gehabt. Ob da jetzt was Neues drin ist, weiß ich nicht. Oh, hier gibt's was. Aquamarin-Glumbe. Einfach mal Hacke, nichts zu hole. Gut. Stattdessen in die Ecke kacke. Ach, wir kommen hier runter zum Strand auch. Gut. Vielleicht gibt's ja hier die Orkschiffe. Blub. Gebratenes Fleisch. Hat sich wohl von alleine gebraten, oder wie? Ich will noch was Spannendes erleben heute. Ja, Roland, deswegen müssen wir dich mal wohin schicken, damit du was Spannendes erlebst. Auch der Tod kann spannend sein. Ja, okay, hier sind diese blöden Flöße. Menno, Popenno. Oh, was haben wir hier? Nix. Ja, dann muss ich mich mal wieder irgendwo hinjumpen und dann sehen wir uns später wieder. Ich habe mich mal zum alten Friedhof teleportiert. Und auch hier gibt es, naja, ein bisschen Fleischpflanzenkram. Wahrscheinlich gespawnt, als ich dem Magier eben gesagt habe, dass der Stammler erlöst ist. Kann ja sein. Aber auch hier gucken wir mal zum Strand, ob es hier irgendwelche Orkschiffchen gibt. Nein, auch hier nicht. Gucken wir noch mal ein bisschen uns hier um, ob es hier irgendwie... Nicht, ja, die habe ich doch alle schon. Was haben wir denn hier? Altes Grab haben wir auch alle schon geplündert, geflattert, gemacht, getan. Und hier hatten wir doch eigentlich mal was hingelegt. Womit denn? Jetzt ist der alte Gegenstand weg. Ah, da hat man was hingestellt, das weiß ich. Aber ist jetzt wohl nicht mehr aktuell. Ja, hauch mich mal an. Man könnte noch hier oben hingehen. Naja. Und vielleicht einen besseren Ausblick bekommen. Ah, ich weiß natürlich nicht, was jetzt hier sich in der Landschaft auf Tamora verändert hat. Außer den vielen, vielen Orks. Mit seinen vier Trollen, Kriegstrollen, von denen zwei schon weg sind. Das heißt also, ich will versuchen, in dieser Folge wenigstens die beiden Kriegstrolle zu finden. Ja, ich gucke mal aus meinem Fenster, weil so einiges passiert. Soll mich hier lieber drauf konzentrieren, ich weiß. So, ja, Snabbergraut. Ja, okay, außer ein paar Kräutertiers finde ich hier nichts, aber wir können noch mal hier drauf, hier drüber gucken. Und zwar, das ist der Wasserfall. Moment mal. Hier ist der Wasserfall. Dann gibt es doch da hinten die Jäger, oder war das auf einer Insel? Mann, da war doch irgendwas mit Jägerkram. Also immer wenn ich Wasserfall sehe, dann muss ich an die beiden Jäger da denken. Das war hier. Das war auf der Felle. Da hinten sind sie auch schon. Und wie hießen die nochmal? Oh, Namen sind Schall und Rauch.
Lohnt sich das hier runterzuspringen? Damit ich das abkürzen kann. Weil da bin ich nämlich schneller am Strand. So sehe ich das. Ich werde mal abspeichern. Und es wagen, hier runter zu fetzen. Lutsch. Okay. Ja. Oh, da werde ich mal sofort fortgespült hier. Boah, meine Strömung. Leute, eine Strömung hier. Oh, die ging an. Oh, kann ich hier anlanden? Ja, kann ich. Ja, da sind sie, die beiden. Nicht Hinz und Kunz, sondern Markus und Hans. Hans und Markus. Mal gucken. Hallo. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Zeig mir deine warme Feuerpfeile herstellen lernen. Ist das gut? Ein Lernpunkt und 100 Gold. Ich muss selber mal gucken. Hans, was kannst du nochmal? Zeig mir, wie man jagt. Gerben von Fellen. Gut, okay. Das bringt mir natürlich Rüstung mehr. Aber wüsste ich jetzt doch, Moment, das wäre gar nicht mal so schlimm. Nachdem ich geguckt habe, wie viel? 18 Lernpunkte. Was ist jetzt wichtig? Wichtig wäre zu erfahren, die Rüstung, die ich anhabe, wie man die verstärken kann. Also ist ja eine Paladin-Rüstung. Und ob man die mit Leder nachträglich noch mehr verstärken kann, weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem möchte ich wissen, ob Markus mir noch irgendeine Fähigkeit beibringen kann. Wie zum Beispiel, nee, das warst du doch nicht. Sorry, das war der Hans. Und zwar, wie man jagt. Ob ich da alles... Ach so, sorry. Hat sich erübrigt. Er kann mir nichts mehr beibringen. Dann bei Markus. Umgang mit dem Bogen. Da war ich eigentlich nicht so pralle. Wie viel kostest du denn? Okay, jetzt gibt es natürlich wieder diesen Trick, da wurde ich auch immer drauf hingewiesen. Und zwar mit diesen Endungen immer. 29, 9 und noch was. Wo haben wir denn hier Bogen? 30%. Ach, das hat damit nichts zu tun. Oder? Bogen, 30%. Bogen, bin ich jetzt Schütze? Ich glaube, ich mache doch mal ein bisschen, investiere ich in Bogen. Also komm. Zeig mir den. So, Bogen. Siehst du? Und das war's dann schon. Konnte ich jetzt nur auf 5 Lernpunkte erhöhen. So, 35%. Ja, ist eigentlich mal nicht so schlimm. 8 Lernpunkte übrig, sorry, dass es jetzt geflackert hat. Und jetzt, nee, Tierhaut trocknen will ich noch nicht. Jetzt sind wir hier. Das heißt, gehen wir erstmal ein bisschen jagen. Und ich glaube nicht, dass es hier großartig was gibt. Jetzt habe ich schon Bogensachen genommen. Na, ich mach's trotzdem noch mit meiner Katana. Na, siehst du? Und dann gehen wir mal eben, springen wir eben hierzu hin. Diesen Scavy. Dann räume ich mal ein bisschen den Wald auf und dann sehen wir uns wieder, ne? Ja, auch hier wieder jede Menge Wölfe. Wie es bei meiner ersten Begegnung auf Tamora ja auch war. Na, dann machen wir die auch mal ein bisschen kleiner. Aber dafür sind das... Oh, stopp, nicht einstecken. Dafür sind das leichte Wölfe. Ich dachte, es wären wieder genauso schwierige Wölfe wie vor der Burg. Naja, gut, okay. Gehen wir mal weiter. Ah ja, da war doch mal so ein Lager. Genau. Das ist verlassen. Das haben wir ja damals... auch gereinigt, das Lager. Hier liegt aber noch jede Menge Zeug zum Looten rum. Und ich sehe da hinten auf den Fässern ist nämlich auch noch jede Menge zu holen. Am Feuer, und zwar hier. Was steht da? Gürtel des Schutzes. Ja, den habe ich ja auch schon. Schneller Hering, Wacholder, Käse. Ja, okay. Mal hier als kleine Stärkung, als Wegzehrung. Mal hier aus diesem Lager aufgesammelt. Und weiter geht's. Schauen wir mal, wo es noch was Interessantes gibt. Auch lustig. Mit gezogener Katana was essen. Habe ich auch noch nie so in der Form gesehen. Auch schön. Ja, im Laufe des Waldes gibt es auch ganz viele Wölfe, die sich da mal versuchen, irgendwie hinzupirschen auf Beute, die ich schon erlegt habe, wie zum Beispiel den Steinhautmolerat. Ach, den hat's schon erledigt.
Ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich das hier alles dann sozusagen aufgelöst habe, beziehungsweise was hier alles noch so ist. Hier sind die Jäger. Dann werden wir mal in diese Richtung weiter gucken. Hier, da hinten gibt es eine Stelle, da kommen mal diese wilden Steinbeißer oder diese, hier diese grauen Beißer da. Oh, eine ganze Horde, eine ganze Horde. Hier, wilde graue Beißer, die richtig schön mich verletzen können. Also richtig übelst und übelst viele. Na, die werde ich jetzt mal peu à peu dezimieren. Okay. Und wir sehen uns später wieder. Ja, ich habe sie doch noch mit dem Unwetter hier alle mal platt gemacht, hier die im Umkreis liegen. Da hinten sind nämlich auch noch ein paar. Und ich habe mich natürlich mal wieder verdrückt, was die Pausenaufnahme angeht. Aber trotzdem möchte ich das noch mal zu Demonstrationszwecken mal... Was? Wieso denn das nicht? Ach, mir fehlt Mana. Oh, Mana, Mana. Badu, badudi. So, jetzt dürfte es aber klappen. Und dem Unwetter, und ich bin der Meinung, dass das Unwetter mit mir zieht. Das heißt also, wenn ich in die Richtung laufe, müssten die umfallen. Zack, zack, zack. Ja, und da hinten auch noch. Und hier auch noch. Ui, da waren aber noch viele. Herr-je-mine-Puppe. Dann looten wir sie mal. Wie bei dieser vielen Steinansammlung, wo die grauen Beißer waren. Ja, da sind ein paar Riesenratten, die man eigentlich noch mal ein bisschen bezwingen könnte. Ja, ging doch ganz gut. Oh, und ein Steinhautmolerrad. Ja Gott. Dann noch irgendwo eine Riesenratte gesehen. Ah, gehen wir mal hier. Steinhautmolerrad. Also die werde ich auch noch alle... Och, Waldscavenger, die mache ich auch noch alle fertig. Wenn hier ein kräftiger Goblin-Krieger ist, dann sind bestimmt noch mehrere in der Nähe. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie viele es sind. Mein Gott, man sieht die hier nicht in diesem Verwachsenen. Aha. Okay, bei diesem Unwetter... gab es wohl eine Stufe hoch. Gucken wir mal. Oh! Da war noch ein Steinhautmolerrad. Gucken wir mal rein. Nee, war doch nicht. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich so ein... Bei mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn das Unwetter, wenn dieser Unwetter-Effekt ist und man unterbricht, drückt auf Escape, da ist das Menü weg. Da muss man also die Animation abwarten, bis überhaupt was passiert. So, jetzt suche ich jetzt natürlich hier diese Gobbos. Und da ist was. Nee, nicht zu plündern. Ist nur eine Giftfliege, die ich schon mal erledigt hatte. Ja, wo sind denn die Gobos? Ah, bis nachher. Ach, hier sind die Gobos. Da hinne, da wo die Höhle ist. Da waren wir doch schon mal. Da suchen wir auch eine Ratte. Ja gut, okay. Also wenn da hinten die Höhle ist, wo ich schon mal war... Dann sind bestimmt hier noch welche drin. Nö, jetzt auch nicht mehr. Ja, brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch hier die Riesenrotte zu dezimieren, die wo hier so ist. Und dann loote ich dann... Hallo? Okay. Dann loote ich mal hier die Gobbos, die eigentlich direkt vor der Höhle hier liegen müssten, ich aber nichts sehe. Die einfach so verschwunden... Heilkraut, ja toll. Die einfach so verschwunden sind, oder? Auch lustig. Das ist ein Kommentar wert. Warum sind die Gobbos bei... Ach nee, kein, ich nehme alles zurück. Das waren doch nur hier Zweier, ne? Also, die ich nachträglich noch... Genau, richtig. Ach ja, und ein rostiges Schwert. Gucke ich dann mal hier rein oder nicht? Und wenn was ist... Dann melde ich mich wieder, falls ich endlich mal Orkschiffe gefunden habe, liebe Leute. Hanno, 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 Manno, Manno, Mann. Dunkelpilz. Wenn hier die Burg ist, dann geht's hier nochmal runter zum Strand, denke ich mal. Aber uns behindern auch immer wieder kräftige Wölfe, die ich mal versuche, mit einem scharfen Pfeil zu eliminieren. Ist das nur einer? Ah, da ist er. Mal gucken. Ach, geht doch. Aber auch welche... Ich hatte schon welche vorher. Okay, dann nicht. Wo bist du?
da bist. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Nein, das war doch das mit dem... Ah, Mann. Wo sind wir hier zur Salzmine? Richtig. Aber vielleicht, wenn ich dann hier an den Rand gehe, um zu gucken, ob wir da Orkschiffe sehen. Nee. Sehe ich nicht. Sowas Dummes jetzt aber auch. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder hier an dem Punkt mit dem Lagerfeuer und da, wo wir eingangs angekommen sind. Hier von mir ist links die Burg und hier geht's ja nochmal zum Strand. Steinhaut Molaret, okay. Lassen wir mal links liegen. Oh, hier gibt es kräftige Goblin-Krieger. Wie viele denn? Okay. Scheint wohl einige zu sein. Okay. Ehrlich. Rostige Schwert, Goblin-Krieger. Denn hier geht es nämlich auch noch zum Strand. Und zwar nicht in die Richtung, ich glaube. Ja, nicht ist zu gut. Holen. Die hole ich später. Es ist nämlich schon wieder hier ein bisschen an der Zeit. So, hier ging es doch irgendwie zu so einem Schafshirten. Edgar, glaube ich, hieß der hier auf der linken Seite, aber ich gehe rechts rum. Und zwar Upsi-Daisy. Wie sieht es denn eigentlich mit meinem Mana-Vorrat aus? Nicht gut. Also wenn noch irgendwas kommen sollte, dass ich da mal eingreifen kann. So, man muss ja immer auf alles gefasst sein. Hier ist eine Sackgasse, hier rechts runter. Genau, da kommen wir hin. Schauen wir mal, wen haben wir denn hier alles vorkommend? Man kann mein Unwetter auch scouten. Ah ja, kann es. Okay, hier gibt es kräftige Goblin-Krieger. Mehr noch? Wohl nie so viele, wa? Sollte ich meinen Spruch mal sparen. Shit, waren doch mehr. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Wieso haben die eigentlich... Da sind sie. Da ist nicht zu holen. Da sind die Orkschiffe. Dann gucken wir mal, scouten wir mal vor, was hier alles noch so rumkreucht und fleucht. Ich vermute, dass das... Ja, eine kräftige grüne Warane. Gucken wir mal. Sind bestimmt die Orkschiffe. Kann ja nicht anders sein. Los, komm. Auf althergebrachte Weise will ich dich jetzt mal wieder natzen. Und ich habe ein bisschen einbüßen müssen, aber egal. Ich will wissen, wo hier... Die sind doch nicht alleine hier. Da ist sie. Da ist so ein Ding. Hier, da ist wieder so ein Orkscher Kriegstroll. Hauer, 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 hauer. Dann sind wir hier richtig. Dann sind das hier die Orkschen Schiffe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's weiter. Schreibt einen Kommentar und abonniert mich vor allem. Und einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich. Ciao.